Good morning! Ngayon mga loves, mamasyal tayo. Holiday ngayon mga loves. Kaya may oras na naman tayong mamasyal. Magpunta tayo ngayon sa isang kastilyo. Mamasyal tayo doon mga loves. Mag road trip na naman tayo papuntang kastilyo mga loves. Kaya enjoy kayo at see you there mga kabayan! Ayan mga loves, nandito na tayo sa Kastilyo mga loves. Ito yung harap ng Kastilyo. Ayan, nakasakay na sila sa baboy mga loves. Ibang kabayo dito ha, baka mamaya lilipad din yan. Ayan mga loves, papasok na tayo. Kukuha muna tayo ng ticket para makapasok tayo sa loob ng Kastilyo. Kailangan natin may gabay mga loves para makita natin ang loob kung anong itsura sa loob ng kastilyo. Kaya tayo na mga loves. Ito yung labas ng kastilyo mga loves. Ang bahay ng isang reyna at hari. Akala ko noong unang panahon mga loves, nung bata pa ako, walang totoong hari at reyna at prinsipe at prinsesa. Akala ko sa mga fairy tales lang mangyari ang mga yan. Pero ngayon, nandito na tayo sa isang slos, isang kastilyo, natutuong may nakatirang hari at reyna. Kasama ang kanilang mga anak na prinsipe at prinsesa. Kaya pasukin natin ang loob mga loves para makita natin kung anong itsura ng kanilang mga higaan, kung paano sila nabuhay noong unang panahon. Pero bago tayo papasok mga loves, ikutin muna natin dito sa labas. Titingnan muna natin kung gaano kalaki ang bahay ng mga hari at reyna. Ang ganda sa labas tingnan mga loves. Zusammenzubleiben und vielleicht ganz wenig miteinander zu sprechen, weil zum einen ist es anstrengend für mich dann und wie Sie hören, bin ich auch noch ein bisschen erkältet und von daher dann danke ich Ihnen für Ihre, ja, für Ihre Rücksichtnahme. Wie kommt es im Schwetzinger Schloss hierher, beziehungsweise wie kommen überhaupt die Kurfürsten hier in die Kurpfalz?
Also das Schwetzinger Schloss war zunächst ein Wasserschloss. Ein Wasserschloss, das heißt so eine Art Burg, eine Wehrburg, also weniger zur Repräsentation als zur Verteidigung. Deswegen war ein Wassergraben außenrum, der wurde gespeist von der Leimbach, die jetzt auch immer noch durch Schwetzingen fließt und die auch sämtliche Wasserkanäle und auch die Weiher im Schwetzinger Schlossgarten speist und auch für die Wasserspiele verantwortlich ist. Also wie der Kollege Ihnen eben auch schon empfohlen hat, würde ich Ihnen raten, auch anschließend in den Schwetzinger Schlossgarten zu gehen. Denn der Schlossgarten ist eines der schönsten Schlossgärten Europas, also tatsächlich von europäischem Rang. Was auch daran liegt, dass zum einen der französische Gartenstil eben im vorderen Bereich mit dem hinteren, mit dem Gartenstil im hinteren Bereich, dem englischen Gartenstil, miteinander fusionieren auf eine Art und Weise, die eigentlich genial ist. Also meistens hat man entweder französische Gärten oder englische Gärten, aber dass beides so genial miteinander verbunden ist, ist einmalig. Von daher darf ich beglückwünschen, dass Sie vielleicht nachher nochmal in den Schwetzinger Schlossgarten gehen. Und da kommen wir dann auch zu meiner Person, denn mein Vater war hier im Schwetzinger Schlossgarten Gartenmeister. Das heißt, meine Herkunftsfamilie und ich, wir durften im großherzoglichen Hofgärtnerhaus wohnen. Das ist am Ende des nördlichen Zirkelsaals gegenüber vom Schlosstheater, was auch im umgangssprachlich Rokoko-Theater genannt wird. Wer von Ihnen kommt denn hier aus der Region? Sie kommen aus der Region, ne? Das erzähle ich Ihnen vielleicht nicht viel Neues. Ach, Gäste, genau. Das ist dann auch immer eine willkommene Gelegenheit. Und man lernt ja auch immer noch dazu. So sieht's aus. Genau, das Wasserschloss zunächst, dann ein Jagdschloss. Früher war eben die Jagd ein großer Zeitvertreib für den Adel, der eben gerne eben auf die Jagd gegangen ist. Hier wurden auch im Zuge des Jubiläumsjahres von Karl Theodor Mannheimer Schloss. Also das sind immer so zwei Schichten, so zwei Herrschaftsschichten, die auch so übereinander gelagert sind, die sich verzahnen und auch vermischen. Man kann es einfach auch nicht mehr sauber trennen. Hier oben im zweiten Obergeschoss sieht man dann eben aus der badischen Zeit mit den Original-Papiertapeten, die sind dann die Räumlichkeiten eingerichtet. Ja, wie kam es überhaupt, dass hier das Schwetzinger Schloss zu einem Schloss wurde? Es war kein repräsentatives Schloss, wie es Heidelberg mal war. Es war kein repräsentatives Schloss, wie es Mannheim dann wurde. Heidelberg war ja dann ziemlich zerstört, das Schloss, das war ja kaputt, das war ja da nur noch ein Steinhaufen. Der damalige Kurfürst Friedrich V. hat die Krone, die böhmische Krone angeboten bekommen, ist nach Prag und daraus ist dann der Dreißigjährige Krieg, hat sich dann entwickelt. Das habt ihr wahrscheinlich auch in der Schule gelernt, der Dreißigjährige Krieg. Und damit ich gerade weiß, wann der geendet hat. 1648 mit dem Westfälischen Frieden. Und es ist natürlich ganz, ganz schwierig, dass eben aus der schönen Region eigentlich so ein schrecklicher Krieg erwuchs, der halb Europa zerstört hat. Der wirklich die Bevölkerung, die Lieselotte von der Pfalz, hat dann gedacht, wenn er die verheiratet mit dem Bruder von dem König, dann kann nichts passieren. Das war aber überhaupt nicht so. Als dann Philipp von Orléans starb, dann hat eben dann Ludwig XIV. Gedacht, jetzt ist der Weg frei und hat dann wirklich große Zerstörung gebracht. Ja? Also ein 100 Kilometer breiter Streifen sollte dann nicht mehr existieren. Brulela Palatin, also brennt die Pfalz nieder, war sozusagen der Spruch und Dörfer wurden niedergemetzelt und Leute ermordet und das Heidelberger Schloss eben auch zweimal versucht zu zerstören und weil es eben so wehrhaft war, hat man dann beim dritten Mal Dynamit mitgenommen und das sieht man jetzt auch noch im Heidelberger Schloss, dass eben diese Löcher von diesem Schwarzpulver, dann, die existieren noch, also einfach als Zeitzeugen. Und der damalige Kurfürst Karl Philipp, der ist dann nach Mannheim gegangen, zum einen, weil sowieso das Schloss kaputt war, auch wäre es nicht mehr zeitgemäß gewesen. Aber weil eben auch der Calvinismus bzw. der Protestantismus durch Luther auch hier in der Kurpfalz Einzug gehalten hat. Und Karl Philipp war sehr katholisch.
Ja, aber und deswegen durfte er nicht in die Heilige Geistkirche nach Heidelberg, weil die Heilige Geistkirche war dann evangelisch. Es war teilweise sogar so, dass es eine Mauer in der Heilige Geistkirche gab, irgendwie zwei verschiedene Eingänge, einmal für die Katholiken und einmal für die Protestanten. Und es war dem dann zu blöd, denn Karl Philipp, dann ist er nach Mannheim und hat 1720 angefangen, das Mannheimer Schloss zu bauen. Was war damals bauwerksmäßig das Maß aller Dinge? Welches Schloss? Versailles. Richtig, Versailles. Und das Mannheimer Schloss war damals, weil das Versailles stand ja schon, also konnte man ein größeres bauen. Das heißt, das Längenmaß über 450 Meter war dann länger wie das Schloss Versailles und muss wohl auch prunkvoll gewesen sein. Zwar nicht so prunkvoll wie Versailles, aber eben auch sehr repräsentativ. Und letztendlich ist es dann im Zweiten Weltkrieg zerstört worden und dann hat man überlegt, baut man es wieder auf oder nicht. Dann hat man es wieder aufgebaut, zwar vom zweiten Stock, vom dritten Stockwerk, nicht mehr das Stockmaß, was es vorher hatte, sondern niedriger, aber trotzdem, also das Schloss ist unverkennbar und es ist auch gut, dass es so wieder gebaut wurde, um einfach Mannheim diese Fassung, diese architektonische Fassung zu geben. Ja, also jetzt sind wir in Mannheim und Schwetzingen war dann für die damaligen Kurfürsten die Sommerresidenz, weil Mannheim war dann repräsentativ, Mannheim hat große Räumlichkeiten gehabt mit breiten Türen. Hier hat man dann eher so das Ländliche bevorzugt, auch mit dem großen Garten, den man auch damals hat, gab es schon heiße Sommer, hat man eben die Sommerfrische hier in Schwetzingen gesucht. Ja, wir befinden uns hier im ersten Vorzimmer, im ersten Wartezimmer. Wir haben die niedrigeren Personen, haben dann gewartet, um eben vorgelassen zu werden zu Karl Theodor. Man sieht hier, die Farben hier, die sehen natürlich schon damals. Und auch das Schloss hier wurde in den Mitte der 90er Jahren restauriert und Darstellungen aus Porzellan herzustellen und die eben so ganz liebliche und naive. Das Empfangszimmer von Karl Theodor, warum sage ich nicht Schlafzimmer, für diesen Hofzeremoniell, was ja wirklich unter Ludwig XIV. Total ausgetüftelt und ausgefeilt war, war es so, dass eben die Gäste dann im Bett empfangen wurden. Wir haben dann Kaffee getrunken und haben so das Bettgeschehen. Sind dann kommunistisch diskutiert, sodass er später, wir sehen das dann auch im Konferenzzimmer, dann mit seinen Ministern also auch. Das ist ein schönes Bett, ha? Jubiläumjahrs. Das Jubiläumjahrs ist der Konservator hier auch in beim Schlafen muss dunkel sein. In diesem Zimmer, wo eben diese ganzen alten Sachen rumstehen. Ja, so ein Lager, aber ohne auch nicht. Also, hinter diesen Türen, also zum einen waren da Wandschränke, ja, zum einen Wandschränke, aber auch Treppen, ja, weil die Bediensteten die Sonne nicht gibt. Yeah.
nur schulbestimmt, sondern auch der Arzt kommen oder es ist alles in Ordnung. Weil normalerweise ist der Tisch gedeckt. Ne? Es gibt drei Lagen an Tischdecken, die sind mit Wachstischdecken getrennt voneinander. Es gibt drei Speisefolgen. Man hat à la française gearbeitet, verändert, aber das stelle ich mir sehr schwierig vor. Man sah dann eben noch bis vor wenigen Wochen Frankenthaler Porzellan, das ist jetzt im Rahmen von einer anderen Ausstellung weggekommen. Was man nicht gesehen hat, waren Gläser. Also das war damals nicht üblich, dass man Gläser auf dem Tisch hatte, sondern der Mund. Genau, das wichtige Bilder für die Schlossführung. Genau, das wichtige Bilder für ein Schlossführung. Ja, das stimmt. Genau. Hier ist jetzt im letzten Raum, das ist das sogenannte Lebensraum. Hier wurden die Schlossführung eingebaut. Ja. Das weiß ich nicht. Ja. Und es ist dann auch nochmal eine interessante Frage. Tschüss, wenn wir wieder alle der Konservatoren und das läuft.